Willkommen zu keiner Short Message auf dem roten Tuch, beziehungsweise die 60 Sekunden sind ja immer Shorties und deswegen mache ich heute mal wieder ein 5-6 Minuten Botschaftchen. Oh Gott, ich war zu viel in der Sonne gestern, stundenlang hier im Park unterwegs bei uns und wunderschön war's. Und jetzt geht es um die Öffnung für Wunder. Fließen lassen kommt mehr da und aufhören zu analysieren, sondern jetzt einfach mal die Sonne genießen, das Leben genießen, rausgehen und jedes Wunder bemerken, das da draußen gerade sichtbar ist. Ja. Ich mag die Elfenkarten. Ich habe das gestern gemerkt, wir waren Stunden hier in Mannheim im Luisenpark von Tieren und Wasser und Menschen und Kinder und Vögel und Störche und Blumen. Alles war wundervoll. Und es ist wieder die Zeit rauszugehen. Es ist die Zeit rauszugehen, diese kleinen Wunder zu sehen. Nee, die wollen nicht. Diese kleinen Wunder zu sehen, damit das Herz wieder fühlt, was es ist, das Wunder. Ganz in der Selbstliebe sein, das Leben genießen, in absoluter Selbstfürsorge. Und wenn deine Tage voll sind, such dir Momente heraus. Momente, die du dir nimmst, um dich als Wunder zu sehen, um das ganz viele Dinge im Leben als Wunder zu sehen. Das ist wie so ein Anklopfen. Kleine Wunder, mittlere Wunder, große Wunder. Und die Öffnung für deine Gefühlswelten. Und je mehr du dein Herz befreist von schwerem Leichtigkeit reinlässt, desto mehr können Wunder geschehen. Und schau her, der Frosch gehört ins Herzchakra. Er macht Quack, Quack. Entschuldigung, gestern kam eine Familie mit einem Kind und dann machte der Kleine Quack, Quack. Und der Papa, ja, der hat Quack, Quack gemacht und die waren so süß. Da geht das Herz auf. Tu etwas, für dich dein Herz aufgeht. Vielleicht hast du es ein bisschen verschlossen, weil du an alten Wunden gearbeitet hast. Aber jetzt ist wieder Zeit aufzumachen. Und das sind auch schon die Regenbogenfarben. Siehst du, das sind schon die Regenbogenfarben in deinen Flügeln. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass da jemand in dein Leben reinquakt. Das ist ja der Ritter der Kelche. Aber es kann natürlich auch sein, dass du dich für den Ritter der Kelche öffnest oder für deinen eigenen inneren Ritter der Kelche, der jetzt aufbrechen möchte. In eine leichtere Zeit. Hadere nicht mit dem, was gerade ist. Hadere nicht mit dem, was gerade ist. Sei ganz in Selbstliebe und Selbstfürsorge. Geh raus aus dem Stillstand. Entscheide dich ganz bewusst dafür und wirklich in deinem Rahmen dir Raum zu nehmen für dich. Ja? Raus aus deinem Türmchen, das Leben schnuppern, die Sonne auf der Haut spüren, den Wind riechen. Genau, gestern sind mir so viele Düfte entgegengekommen, ich war nur noch am Lächeln. Und es geht nur darum, dich dafür zu entscheiden. Es ist deine Entscheidung, ob du dir diesen Raum geben möchtest, um ein Stück weit aus der Schwere in die Leichtigkeit zu gehen. Deine Entscheidung.
Und als Abschluss erinnere dich an, ich sag hier, schöne Momente. Und geh hinaus und sammle weitere schöne Momente. Peace and Love, Sabine Carola. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über neue Abonnenten. Ich freue mich, wenn du dich berühren lässt.